Ja, keine Ahnung, wie ich das herausfinden könnte. Wow, die Schlachten haben wir bis auf ein paar wenige zwischendurch mal fast alle gewonnen. Sehr gut. So, Hinterpommern gehört uns. Frieden verhandeln, Hinterpommern. Würdet ihr annehmen? Interessant. Soll ich damit jetzt zufrieden sein? Ja, ich hätte gern hier einen kleinen Vasallen oder so, aber das wird sowieso nicht möglich sein. Die Verträge können mir eigentlich egal sein. Schlesien entlassen. Okay, das ist aber viel zu teuer. Kernprovinzen zurückgeben. An Norwegen, Ungarn, an Ukraine. Die haben uns verraten, denen will ich eigentlich nicht helfen. Was kostet denn davon wenig? 12, okay, 12 Punkte oder ein bisschen mehr könnten wir uns also leisten. Dänemark stärken wäre nicht sinnvoll. Novgorod stärken wäre auch nicht wirklich sinnvoll. Wobei wir dadurch bewirken würden, dass Schweden uns nicht mehr direkt angreifen kann. Naja. Habe ich jetzt... Was habe ich getan? Was habe ich... Habe ich jetzt einen Friedensvertrag geschickt? Nein. Keine Ahnung, was ich gerade getan habe. Tribut fordern. So. Provinz abtreten, Hinterpommern. Entschuldigung. Auf jeden Fall also mal Hinterpommern und habt ihr viel Geld? Weil wenn ich euch jetzt euer ganzes Geld noch nehme, dann werdet ihr in dem Krieg, den ihr sowieso immer noch dann laufen habt, noch mehr verlieren und dadurch noch schwächer werden, was ich sehr gut fände. Dann machen wir es mal so, dass wir nur eine Provinz übernehmen. Wow, Kiew wäre teuer. Und wir könnten dann trotzdem noch eine Provinz entlassen. Keine Ahnung, was das sinnvoll wäre. Ja, geben wir Novgorod diese Provinz? Ich glaube, das ist eigentlich eine gute Idee, damit wir keine direkte Grenze mehr zu Schweden haben und damit Schweden hier nicht mehr so einfach einmarschieren kann. Auf der anderen Seite stärken wir damit hauptsächlich einen Feind. Geben wir einfach eine Provinz an Norwegen. Bevor wir irgendwie die, sinnloses Zeug eben machen. Drei Provinzen in Norwegen, wenn ich ein bisschen weniger Geld fordere. Naja, nicht wirklich. Dann nehmen wir lieber das Geld, geben eine Provinz in Norwegen und nehmen für uns selbst Hinterpommern. Ja, müsste so passen. Verträge aufkündigen, das wäre auch... Naja, brauchen wir eigentlich, glaube ich, nicht. Hat Böhmen in unseren Handelsgebieten viel Einfluss? Nein, aber ich will die Provinz, egal. So, Forderung senden. Kabum! Erobert Hinterpommern. Hinterpommern gehört uns. Müssen wir jetzt hier einen Chor erstellen oder bekommen wir den durch die Mission? Hier. Nein, müssen wir selber machen. Naja, dann machen wir das einfach gleich mal. Bringt nichts zu warten. Gut. Verbreitet unsere Kultur in Neumark. Glaube ich nicht, dass wir das unbedingt brauchen. Das schon gar nicht. Okay, zweimal Kultur verbreiten. Wie kann man das überhaupt tun? Und wo sind Neumark und Ösel? Sind das beides Provinzen, die uns gehören? Nehme ich mal sehr stark an. Ja. Na egal, dann nehmen wir einfach das mit Ösel. Weil es bringt beides auch dasselbe. Und ich muss noch herausfinden, wie man hier die Kultur verbreitet. Kultur estnisch, Kultur ändern, 25 diplomatische Macht, um die Kultur in dieser Provinz zu preußisch, würde 12 Monate dauern. Grundkosten 25. Aha. Diplomatische Macht, ja, dann tun wir das, weil es eine Mission ist. Sonst würde ich das jetzt eher nicht tun. Okay. Und damit ist der Krieg dann auch beendet. Wir sind bei einem Limit von 30 Truppen, aber ich baue erstmal trotzdem keine neuen Truppen. Weil sich das Limit sowieso bald wieder senken wird, nachdem wir ja nur gerade durch irgendein Event plus 25% Unterhaltsmodifikator haben. Gut. Da wir wieder im Frieden sind, kann unsere Flotte wieder den Handel schützen.
in Ostsee bitte. Und wir können hier wieder unsere Investitionen ins Militär gewaltig verringern. Setzen wir beides mal auf wenig eben. Und außerdem können wir jede Menge Gebäude uns leisten. Manufakturen, Gutshof, produzierte Handelsgüter plus 100% für 500 Dukaten. Da ist immer die Frage, ob sich sowas auszahlt. Mal sehen. Produzierte Handelsgüter. Haben wir hier was genau? Ich weiß ja auch nicht, wie das funktioniert. Also plus 100% müsste heißen, dass sich das genau verdoppelt. Das heißt, wir müssen eine Provinz finden, die einen möglichst hohen Handelswert hat. Sieht man das auf der Handelskarte? Nein, sieht man leider anscheinend nicht. Handelswertkartenmodus, sehr gut. Okay, alle unsere Provinzen haben einen verdammt niedrigen Handelswert. Ich würde mal annehmen, das verdoppelt sich, wenn wir dieses Gebäude bauen. Das heißt, selbst bei den Provinzen, wo unser Handelswert am größten ist, 2,33, da wären wir dann auf 4,66 und es kostet 500. Oder wir bauen hier um 50, bekommen wir plus 1. Das heißt, das ist eindeutig kosteneffektiver. Gut, aber außerdem wollte ich ja auch die Manpower unbedingt erhöhen. Regimentskosten minus 5%, Regierung, aha. Gibt es noch ein anderes Gebäude, das unsere Soldatenzahl erhöht? Nein. Plus 25. Okay. Ja, ganz egal, bauen wir sie einfach wieder dort, wo sie am allermeisten Plus bringen würden. 31 haben wir in relativ vielen Provinzen. Ja, dann bauen wir es einfach in irgendeiner 31er Provinz. Und noch eine 31er Provinz und noch eine 31er Provinz und noch eine 31er Provinz. Und noch eine 31er Provinz. So, jetzt bekommen wir 193 pro Monat. Bin gespannt, wie viel das wird, sobald die fertig gebaut sind. Und ich unterbreche dann die Aufnahme mal wieder. Bis gleich. Und wir kaufen uns eine weitere Rüstkammer, die uns hier plus 31 Manpower bringt. Unser Verbündeter Moskau hat Frieden geschlossen mit Novgorod und, glaube ich, zwei Provinzen, soweit ich das sehe, genommen. Also sehr gut, dass die wieder stärker werden. Ja, die Ukraine hasst uns weiterhin und ich überlege, ob es vielleicht sinnvoll wäre, zu versuchen, irgendwie mit Österreich Beziehungen zu bekommen. Oh, Wettbewerber um die Weltherrschaft? Was? Aha. Gut, dann ist das irgendwie ausgeschlossen. Gut, sobald das aggressive Expansion weg ist, können wir vielleicht neue Bündnispartner suchen. Naja, bis dann. So, hier gibt es ein paar Rebellen, die wir erst kurz mal vernichten müssen. Dann tun wir das einfach. Boom. Sehr schön. Dann können wir wieder aufhören, hier massiv in die Armee zu investieren. Okay. Und außerdem ist mir aufgefallen, Hinterpommern ist eine Provinz, die im Heiligen Römischen Reich liegt. Und wir können sie nur dann aus dem Reich entfernen, wenn wir sie zu einer Kernprovinz gemacht haben. Also ich hoffe mal, dass wir nicht so ein dämliches Event bekommen, dass irgendwie der Kaiser die Provinz zurückfordert, bevor sie eine Kernprovinz wurde, was aber noch eine Weile dauern wird. Naja. Außerdem sind dann bald unsere Rüstkammern fertig und ich bin sehr gespannt, wie viel die wirklich bringen. Derzeit haben wir also 235 Manpower, die wir pro Monat dazu bekommen. Ja, und es werden dann 4 Rüstkammern fertig. Keine Ahnung, wie viel das dann wirklich bringt. So, das leisten wir uns mal noch nicht, damit wir uns dann bald die Militärtechnologie leisten können. Ich finde das übrigens ein bisschen blöd gemacht. Irgendwie ein Land, das von den Ideen her sehr militärisch ist, dass das Land dann eigentlich einen technologischen Nachteil beim Militär hat. Also wenn man jetzt denkt, keine Ahnung, revolutionäres Frankreich. Das müsste doch eigentlich technologisch beim Militär extrem gut sein, aber auch von den Ideen her. Und das kann sich nicht wirklich ausgehen von den militärischen Punkten her. Von dem her ist das ein bisschen blöd. Naja. Okay.
Außerdem finde ich es auch komisch, ein Land, das sich sehr ausbreitet, nehmen wir wieder als Beispiel revolutionäres Frankreich, das muss ja dann dauernd diese Kerne bauen. Klingt das blöd. Und von daher wird es auch technologisch eher zurückfallen und das finde ich jetzt auch nicht sehr historisch. Es war jetzt nicht so, dass die Länder, die sich historisch gesehen viel ausgebreitet und viel erobert haben, dass die dadurch eine schlechtere Technologie hatten. Also das System mit den Punkten, naja, perfekt ist das nicht wirklich. Okay, aber jetzt wollen wir schauen, wie viel die Rüstkammern wirklich bringen. Ich denke, dass das System mit den Rüstkammern so funktioniert. Die bringen jetzt jeweils plus 31. Das heißt, zusammen haben wir dadurch 124. Geteilt durch 12 Monate müssten wir ziemlich genau 10 Manpower mehr bekommen. Also wenn es auf 245 steigt, stimmt meine Rechnung. Böse Kultur geändert, sehr gut. Auf 250 steigt das, okay. Dann stimmt meine Rechnung nicht und ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert. Gut, Hinterpommern, das wird noch sehr lange dauern. Naja. So, was haben wir hier noch? Erhalten zwei Papstanfluss. Plus eine Reformbegeisterung. Ja, mir ist das ja ganz egal, was der Vatikan über mich denkt. So, wir brauchen eine Idee. Ich sehe mir das mal gerade noch an. Okay, wir könnten Deutschland gründen, aber das haben wir ja schon mal getan in einem Hansebund-Let's Play. Ich würde eigentlich viel lieber Preußen gründen, nur habe ich keine Ahnung, was ich dazu tun muss. Weil ich es hier nicht finden kann. Also entweder bin ich blind oder es steht hier nicht dabei. So, außerdem brauchen wir eine zusätzliche Mission. Kontrolle über das Pontifikat, das wird sich nicht ganz ausgehen. Neumark oder Reval, wo ist es denn billiger, die Kultur zu verbreiten? In Neumark kostet das 125, das ist ja verdammt viel. Und in Reval kostet es 75. Dann machen wir die Mission für Reval. Ja, und eigentlich wäre es mir die 75 Punkte trotzdem nicht wert, aber weil es eine Mission ist, müssen wir es ja fast tun. So, technologisch sind wir, glaube ich, hier nur noch ein kleines Stück ja, von die Protze entfernt. Gut, und da es doch einiges bringt mit der Manpower, würde ich sagen, wir bauen noch mehr von diesen Manpower-Gebäuden, die plus 31 dann bringen. Ja, bis gleich. So, jetzt also Militärtechnologie Level 7. Kostet 54 militärische Macht, das ist okay, das nehmen wir. Dadurch können wir jetzt Artillerie bauen. Naja, können wir eigentlich nicht, weil wir nicht so viel Manpower haben. Von dem her, naja, bis gleich. Ja, ich habe es mir gerade erst gedacht und genau jetzt passiert es. Österreich fordert Hinterpommern zurück. So, die Frage ist jetzt, wie viel ist uns Hinterpommern wert? Es hat ein Steuer... also... Oh, das ist immer nur der Grundsteuerwert, den man hier sieht. Wartet, ich hätte gedacht, das ist irgendwie eine Bewertung, wie viel die Provinz wert ist. Oh. Das war dann eine ziemlich große Täuschung. Okay. Naja, gut. Also eine extrem gute Provinz ist das ja jetzt nicht. Hier müssen wir schauen natürlich. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt schon die Punkte ausgegeben, um einen Chor zu erstellen. Sehen wir mal, was Österreich alles will. So. Beziehungen mit dem Heiligen Römischen Reich stark schaden. Das heißt, Beziehungen mit, was ist für uns wichtig? Österreich ist mal wichtig, weil es so stark ist. Böhmen natürlich. Und die anderen können uns egal sein. Also, mit zwei mächtigen Staaten verderben wir uns dadurch. Aber die hassen uns beide doch eh schon, oder? Österreich ist unser Rivale und hasst uns, ja, die hassen uns beide schon so viel, das kann uns ganz egal sein. So, der Kaiser erhält einen Kriegsgrund gegen mich, aber Österreich ist doch gerade schon in einem Krieg. Nein, es sind sie nicht. Okay, ich hätte mir gedacht. Wie viele Truppen hat denn Österreich? 27.000. Okay, zusammen mit Moskau können wir sie, wenn sie wirklich Krieg erklären, abwehren. Insofern sie nicht das ganze Heilige Römische Reich mitbringen. Obwohl wir gerade natürlich unsere Armee auch sehr geschwächt haben. Aber naja. Gut. Eine Ablehnung hätte von der Kaiser erhält einen Kriegsgrund gegen euch auf Provinzeffekte.
Gut, da wäre es wieder interessant zu wissen, was das genau heißt. Auf Provinzeffekte. Also wenn diese Dinge auf alle meine Provinzen eintreten würden, also wenn da gemeint ist, das geschieht in allen Provinzen und wir haben global gesehen ein Drittel weniger Steuereinkommen, das wäre katastrophal. Wenn das aber nur gemeint ist, dass genau das in Hinterpommern geschieht, dann wäre es ziemlich egal. Von Mitgliedern, ja, und alle Mitglieder des Heiligen Römischen Reichs bekommen minus 25. Aber wir haben jetzt schon, naja, wir haben das schon investiert. Von dem her, ich probiere jetzt mal, wenn ich ablehne, ob es dann in allen meinen Provinzen minus ein Drittel Steuermodifikator mehr gibt. Wenn das wirklich der Fall sein sollte, lade ich noch